Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich habe in der letzten Folge offline noch ein wenig geangelt. So ganz klein wenig. Und da schauen wir mal, was wir da heute alles rauskriegen. Oha, ich habe achtmal den gleichen Fisch hier geangelt. Okay. Stück haben wir. Wow. Achso, da gucken wir aber noch mal kurz unten, weil die Sachen sind auch fertig. Der ist auch fertig. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das. Achso, Moment. Der. Nein. Der Wein braucht noch eine halbe Stunde. Dann kümmere ich mich erst noch eben um die Pflanzen. Dass ich die. Moment. Die muss ich gießen. Und ich glaube, die beiden hier unten können wir sogar ernten, wenn ich das richtig sehe. Ja, perfekt. Okay, dann werden wir da auch nochmal Trauben anbauen. Ich weiß halt nie, wie lange. Achso, den müssen wir nochmal machen, ja. Ich weiß halt nie, wie lange wir die Trauben noch anbauen können. Deswegen, eigentlich wollte ich ja noch ein paar andere Sachen anbauen. Nur ich bin ganz ehrlich. Oh, der Honig ist fertig. Ist es der hier? Nee, natürlich nicht. Er hat wieder den falschen. So. Okay. Zweimal Bienenwachs ist rausgekommen. Ja, wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, wie lange wir das noch machen können. Also, besser gesagt, ich weiß, wie lange wir das noch machen können. Und zwar nur noch diese Jahreszeit. Gehe ich mal stark von aus. Das sind die Zitronen. Die darf ich einsammeln. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch in dieser Jahreszeit sind. Entsprechend, das dauert noch 1,5 Stunden. So, entsprechend will ich natürlich vorbereitet sein, weil ich will ganz viel Wein kochen, wollte ich gerade sagen. Ganz viel Wein machen können für Wesley. Kitty. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass er so überhaupt gar kein Interesse daran hat. Weil er freut sich zwar jedes Mal, aber also die Herzen, die gehen ja mal so gar nicht hoch. Naja, und leider kann ich den Rest ja nicht machen für ihn. So, jetzt haben wir danach noch 16 Stück, die wir noch machen können. Nee, das haben wir gerade erst neu reingemacht. Das brauchen wir nicht. So, gut, dann können wir jetzt die normal. Achso, wir können einmal kurz noch eine Runde gehen, bevor ich das nachher doch noch vergesse. Und gucken, ob wir irgendwas mega Wichtiges noch hier haben, was wir einsammeln können. Zwei Pilze. Naja, gut. Und sonst noch ein Stückchen Holz. Naja, es kann halt nicht jeden Tag was dabei sein. Nein. Ja, fast. So. Dahinter noch was? Dahinter war nichts mehr. Okay. Gut, Hallöchen. Ich komme rüber gesprungen und ich, ja, komme rüber gesprungen, um dich zu füttern und lieb zu haben. So. Wir haben 8:30. Na gut, es ist Sonntag. Ich denke mal, dann wird Wesley wahrscheinlich auch hier sein. Hallo? Wenn ich jetzt schon mittendrin stehe und 3 zur Auswahl habe und dann am Drücken bin, dann sollte es aber normalerweise zumindest so sein, dass ich dann auch eins davon erwische und nicht, dass ich gar keins von denen erwische. So, ach, ich liebe diese Schmetterlinge, die immer hier so über da unten links, die hier überall so ins Bild fliegen. Ich würde mir wirklich wünschen, andererseits ist es auch traurig, ne, wenn man es könnte, wenn man die Schmetterlinge so einfangen könnte, so als Aufgabe. Wobei ich dazu sagen muss, mir wäre es viel lieber. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand vielleicht mal von den Machern zuschaut, aber mir wäre es viel lieber, wenn man tatsächlich vielleicht so ein Netz bekommen würde und sich die Heuschrecken und sowas selber einfangen könnte. Das fände ich richtig genial, damit wir da nicht immer darauf angewiesen sind, wann hat Bruno geöffnet und so. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, ist es natürlich auch günstiger, wenn man das Ganze selber machen kann. Also das finde ich wirklich genial. Das sage ich ja schon seit einigen Folgen. Mittlerweile seit sehr vielen Folgen, ehrlich gesagt. Und ja, vielleicht guckt ja irgendwann zufällig mal einer zu, der vielleicht Kontakt zu den Entwicklern hat oder so. Oder der selber einer der Entwickler ist.
Und ja, vielleicht lassen die sich das dann auch mal durch den Kopf gehen. So, dich habe ich. Dich brauche ich noch. Vor allen Dingen deine Wolle brauche ich noch. Wupp. Wird das immer so süß, wie die dann gucken. So, huch, meine Wolle fliegt gerade ab. Warst du das? Total niedlich. So, du bist eins von den Schwarzen. Ich muss mal auch noch streicheln. Vor allen Dingen haben die immer so schöne weibliche Augen, finde ich. Mit den Wimpern, mit den langen Wimpern. So, Butterblume, du brauchst nicht abzuhauen, weil du kommst als nächstes dran. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da rausgehen. Ich wollte nicht, dass es das automatisch da rausgeht. Ja, ich weiß, du hast wieder nur zwei, ne? War so was von klar. Wieso habe ich hier eigentlich so eine Glocke? Können die Tiere da selber dran bingeln vor allen Dingen. So dran mit der Schnauze gehen und sagen, hier, hallo, du hast uns heute noch nicht gefüttert, mach das mal, oder? Oder ist das für mich, damit die Tiere alle irgendwie zu mir kommen oder so? Das kann natürlich auch sein. Oh, das müssen wir mal kurz ausnutzen, wobei wir fast keine Köder mehr haben jetzt. Das ist natürlich doof. Aber den einen Fisch müssen wir jetzt noch ausnutzen. Also hier oben kommt wirklich seltener ein großer Fisch hin. Kann der Große jetzt mal bitte anbeißen? Dankeschön. Es ist ja fast so, als würde man die ganze Zeit drauf warten und der Kleine hätte zweimal angebissen in der Zeit und der Große dann immer noch nicht. Also so vom Zeitlichen her. Okay, was haben wir denn hier? Hallöchen, guten Morgen. Kleines, ich weiß gar nicht, was du bist. Bist du ein Eichhörnchen? Ach so, ich habe dich von hinten angeguckt. Okay, ja, dann ist es auf jeden Fall ein Eichhörnchen. So, das ist der Baum. Das, genau. Da muss man mal ganz dolle aufpassen, weil der das nie so intelligent, sage ich mal, auswählt, wie man es wahrscheinlich haben möchte. Da sind wir mal ehrlich, wenn da was direkt neben einem Baum ist, dann will man ja nicht den Baum, sondern das, was daneben ist. So, hier unten haben wir nichts mehr zum Ausgraben. Mal schauen. Oh, geht doch mal da hoch. So. Mal schauen. Haben wir hier noch was? Auch nicht. Dann gucke ich nochmal eben unten rechts. Hier ist wieder ein Eichhörnchen, aber ansonsten sehe ich hier tatsächlich auch nichts. Außer die halbe Inneneinrichtung von ihr. Die sehe ich. So, dann. Ach, da kann man wieder nicht rüber. Das ist total nervig. Ich weiß nicht. Ich kann überall durchlaufen. Naja, überall ist relativ, ne? Aber gerade an diesen blöden Steinchen da. Diesen mini kleinen Steinchen. Ach, da war ein großer Fisch. Mist. Da kommt sie nicht dran vorbei. Hallo, Wesley. Ich weiß, es ist immer das Gleiche, aber ich habe ein schönes Geschenk für dich dabei. Bitteschön. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Weißt du, wie schön es wäre, wenn du den mir dabei vorlesen würdest? Here's a little bookshop owner's secret. We can typically order any book, even ones not in our established niches. Ich weiß, Wesley, ich weiß. Neue Bekanntschaft. Naja, zumindest das haben wir jetzt schon mal ein bisschen hochgesetzt. Das ist gut. Na, hast du schon dein Geheimnis erfahren? In that whirligig a real time saver? Oh, and you won't get a better design than the Grimspark one. We've perfected it over generations. Not that you got other goblins around to buy from. Ja, der, natürlich, der spart mir unheimlich viel Zeit. Ich finde es eine ganz tolle Idee, dass du den gemacht hast. Und ich bin seit etlichen Tagen wieder per Hand am Gießen, aber es ist ja auch nicht so viel, was man da machen muss. Why Zephyr insists on spending so much time around humans mystifies me. Very few of you are that interesting. Sie meint da wahrscheinlich eine gewisse Ärztin mit, wenn ich mich richtig erinnere. I knew your great great Aunt Vivian. She used to come by Perry's apothecary all the time. They were always brewing up new potions and tinctures, but then she stopped coming as often. Curious.
Ja, vielleicht, weil sie dann nicht mehr konnte. Schon mal daran gedacht. Okay. Dann haben wir den Teil hier durch und es war so klar, dass dann natürlich kein vernünftiges Fischlein mehr da drin rumschwimmt. Na gut. Schauen wir hier nochmal, ob wir hier noch was einsammeln können. Ja, können wir sogar. Perfekt. Thomas, du hast auch keine Quest für uns. Nein, sieht nicht so aus. Er verkauft mal. Ich dachte, sonntags war er nicht da. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, kann das sein? Genau. Wir brauchen Hühnerfutter und zwar 24, glaube ich, oder? Habe ich 40 geholt immer? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich nehme jetzt mal einfach 24, so. So, reden muss ich aber nicht mit ihm. Ich weiß, das hört sich so gemein an. Ich werde eure wertvolle Zeit jetzt nicht damit verschwenden, hier eine große Angelrunde zu machen, aber ich gehe nochmal kurz hier unten gucken, ob wir vielleicht irgendwas einsammeln können. Natürlich nicht. Nee, okay, das war eine Krabbe. Vielleicht können wir unten noch was einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Das wäre ganz fantastisch. Oh ja. Eine Muschel, das ist super, weil die brauchen wir für irgendein Rezept, braucht man die. Hi Bruno, wenn du hier stehst, gehe ich davon aus, dass du keine Lust hast, mir was zu verkaufen. Oh, Moment. Hä? Ich dachte, mit ihm hatten wir schon darüber gesprochen. So, what did you think of Otto's speech at the debate? I don't know. I stand a better chance of getting paid if he keeps his job, right? But it's the principle of the thing. Tja. Also, Sodom und Gomorra, ne? Ich weiß nicht, ob der Bürgermeister vielleicht das kleinere Übel ist. Ich meine, ist jetzt auch nicht so der Intelligenteste. Man könnte ihn wahrscheinlich eher austricksen, was jetzt, ja, die nächtlichen Ausflüge, sage ich mal, betrifft. You gotta hit the Point Break off South Beach. The rocks make it a little gnarly on low tide, but at high tide, it's epic. Ja, ein guter Freund ist es jetzt. Sehr schön. No one takes you seriously when you're a kid. Like, what I actually want never really matters. Nee, darum geht es nicht, sondern die Erwachsenen versuchen euch zu beschützen. Und da die Welt im Moment immer beschissener wird, was das betrifft, und immer gefährlicher wird, ja, muss man halt leider auch immer mehr Verbote aussprechen und immer mehr aufpassen, wo man seine Kinder rauslässt, was sie machen dürfen und so weiter. My dad sent me an email to ask how cold it was getting in Foghaven. I know he was trying to be nice, but Foghaven, dude, really? Okay, sie hat geöffnet, das ist sehr, sehr geil. Mit ihm müssen wir nicht sprechen. Music makes my baby girl come alive. She's been talking a lot about going to a music school. But I'm not sure if she's old enough for that. Or maybe I'm not ready to let her grow up. So, so, dann nehmen wir jetzt erstmal die ganzen Fischstäbchen. Verkaufen die mal alle für 2700. Sehr, sehr geil. Weil wir haben ja doch einiges. Ach so. Bin mir gerade nicht... Aber das, was er haben wollte... Nee, das ist Filet. Das hatte sie definitiv nicht da, meine ich. Das kann man wirklich nur... Wirklich nur alleine machen. Ich glaube auch, dass sich die Speisekarte gar nicht ändert. Also ich habe jetzt mal drauf geachtet ein bisschen. Aber ich glaube, die Speisekarte ändert sich auch gar nicht so. Können wir... Nee, mit dir hatten wir schon über die Wahl gesprochen, ne? Mit dir auch. My flock might think they're learning from me, but really, I'm learning from them. Ja, wenn du es denn tun würdest, ne? Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Oh, wir haben ein blaues Herz gerade bekommen. A neighborhood watch is more important now than ever. After all, we still don't know who broke into Town Hall or the Consciousness Center. We can't let this turn into a veritable crime spree.
Ja, genau. Ne, da hat sie aber noch ein halbes Herz. Also ich verstehe das wirklich nicht mit diesem Hin- und Her-Getour. Ach so, Moment. Ich sollte doch zu ihm eigentlich gehen, ne? Aber wahrscheinlich nur, wenn er geöffnet hat, oder? Ja, anscheinend nur, wenn er geöffnet hat. Schade. Schade, schade, weil er wollte mir eigentlich noch was zu essen geben, was ich probieren soll. Na gut, dann soll das halt nicht sein. Dann gehen wir mal hier in den Wald. Was ist das? Ha. Eine Walnuss. Ich erkenne sie nicht immer sofort. Ich denke immer an zig andere Sachen, aber nicht an eine Walnuss. As long as I've been here, Shelby's been stubborn. He and Hazel were kindred spirits in a lot of ways. Ja, gute Freundin. Sehr schön. Kann ich mich gerade gar nicht mehr so dran erinnern, was wir eigentlich hatten oder nicht hatten. Aber gute Freundin ist immer gut. Sometimes I consider taking up an actual book club, but then I think to myself, when would I have the time? Andererseits muss man ja auch dazu sagen, gerade wenn man so einen Buchclub eröffnet, ist man ja so ein bisschen in Anführungszeichen dazu gezwungen, auch wirklich wieder was zu lesen. Also, ja gut, man muss keinen dafür öffnen, man kann natürlich auch einen einfach nur beitreten oder sich irgendwie selber so gewisse Ziele setzen. Also ich habe damals einen Bücherblog gehabt, eine ganze Weile, bevor ich dann selber geschrieben habe, oh Shelby. Und ja, man... Wenn man dann was bieten möchte, und das wollte ich natürlich auf dem Bücherblog, ich wollte viele Rezensionen da reinschreiben, muss man natürlich auch sich hinsetzen und sagen, so, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit und sei es nur 2 Stunden pro Tag oder so. Wobei 2 Stunden pro Tag sehr viel sein kann. Also 2 Stunden pro Tag rechne ich persönlich mir so um, okay, da könnte ich jetzt, je nachdem was es ist, 4 Let's Play-Folgen aufnehmen. Ja, und am Ende ist es dann meistens so weit, dass ich dann tatsächlich die Let's Play-Folgen aufnehme. Aber immerhin habe ich dann auch keinen Leerlauf dadurch. Es sei denn natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel im Sinne von, wenn man wirklich krank ist oder so. It's good you young people are partnering up. Love is a powerful magic. Despite how dangerous it can be. Ja, ich finde es immer noch so was von schade, dass er mit Hazel nichts anfangen konnte. Also beziehungstechnisch meine ich jetzt. Das wäre doch das Traumpaar irgendwie schlechthin gewesen. Beide sind so ein bisschen Sturköpfe, aber beide sind halt eben für die Magie da. Beide verstehen was von Liebe und so weiter. Und die wären sicher ein richtig tolles Traumpaar gewesen. Bin ich von überzeugt. Ja, ich würde sagen... Nee, den Blumenladen hat sie auch nicht geöffnet am Sonntag. Ja, dann können wir quasi gar nichts mehr machen heute. Ich laufe doch einfach da durch. Ich schaue nochmal hier eben kurz nach. In 3 Tagen wird der Bürgermeister gewählt. Ja, was mit dem Geist ist, weiß ich immer noch nicht so genau. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also wenn er jetzt an einen speziellen Punkt kommen sollte. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Vielleicht kommt er erst, wenn die beiden heiraten. Das kann ja auch sein. Vielleicht wird er sich bei der Bürgermeisterwahl zeigen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das hat ja nicht funktioniert. Also gehe ich davon aus, das können wir erst Montag machen, wenn er hoffentlich arbeitet. Das heißt, ich habe tatsächlich so nichts mehr... Ach, ich weiß, glaube ich, wofür ich den Glaskugeltrank gemacht hatte. Kann das sein? Wollte ich von Wesley noch eins rausfinden? Moment, das ist jetzt die... Doch, Glaskugel. Oh, I think I see something. Ja, genau. Ich wollte das letzte noch herausfinden. Ich wusste es doch. Scottiglia, gemischter Fleischeintopf. Okay, gemischter Fleischeintopf. Ja, perfekt, was das betrifft, dass wir das rausfinden, aber ich schätze, wir haben sowas nicht. Also, dass wir das machen können. Und wenn doch, dann haben wir garantiert die Zutaten dafür nicht, das kann ich spüren, aber ich denke eher, dass wir gar nicht wissen, wie das überhaupt gemacht wird. Nee, das war was anderes.
ist ja ein gemischter Fleischeintopf gewesen. Das könnte jetzt. Das ist ein Fischeintopf. Achso. Tja. Ich habe jetzt ehrlich gemischter Fleischeintopf. Hühnchen hätten wir. Oh. Wir können es machen. Ist das geil? Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Ist das jetzt hier gewesen? Nee, nee. Hallo? Da wollte ich jetzt nicht nachgucken. War das nicht hier? Nee, mit J. Mit, oder? Ja, mit J, genau. Was war denn das andere? Wesley. Roast Beef, Schweinebraten und Ofenlachs. Roast Beef, Schweinebraten und Ofenlachs. Roast Beef, Schweinebraten. Roast Beef haben wir. Schweinebraten und Ofen. Achso, das war meine letzte Möhre wahrscheinlich. Rindfleisch. Oh, ich werde mich meine Kuh abgeben. Schweinebraten. Da brauche ich Schweinefleisch. Ja, ich habe aber kein Schweinefleisch. Ich habe noch nicht mal Schweine. Was habe ich jetzt gesagt? Roastbeef, Schweinebraten und... Ich habe den Rest schon wieder vergessen. Ich gucke aber trotzdem vorsichtshalber nochmal eben nach. Ja, das sind die Sachen, die wir eben, glaube ich... War das Gulasch? Nee. Gulasch könnte ich aber auch nicht machen. Naja, gut. Okay, ich muss nochmal ganz schnell dahin. Ich will ihn ja bezirzen, ne? Und ihr wisst ja, Liebe geht durch den Magen. Und wenn ich den super gut bekoche, habe ich immer noch die Hoffnung, dass das was bringt. Schätzelein, ich habe eine Überraschung für dich. Eine ganz, ganz besondere Überraschung. Nein! Oder auch nicht. Ich habe vergessen, dass ich nur eins pro Tag abgeben kann. Ich hasse euch dafür. Och, Mann. Oh, na gut. Da ist nichts. Doch, da ist doch noch was drin. Im zweiten. Kann ich da? Kann ich nur nichts reintun. Nee, okay. Schade, schade. Ja, trotz Ausdauer, weil ich habe gerade auch nicht mehr so viel Zeit, würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir haben ja jetzt so nichts mehr zu tun. Und dass wir einfach mal einen neuen Tag starten, beziehungsweise in der nächsten Folge ich dann hoffentlich auch dran denken werde, weil ich für heute nämlich erstmal Schluss mache mit aufnehmen, dass wir unseren liebsten Wesley, ich weiß gar nicht mal, was es war, irgendwas geben, ja, damit er hoffentlich in den Herzen schneller hochgeht. Weil mit Wein, habe ich ja schon festgestellt, funktioniert das ja nicht so. Außerdem dauert das mit dem Wein auch wahnsinnig lange, bis da überhaupt mal was kommt. Der dauert jetzt sogar noch 4 Tage. Also das ist Wahnsinn, ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Wir gucken jetzt hier unten nochmal ganz schnell, wo ich das gerade gesehen habe. Das war der normale, ne? Ernteschubtrank. Ja, die sind so teuer, deswegen wollte ich das, glaube ich, nicht unbedingt machen. Um mehr Erzeugnisse aus einer Ernte zu gewinnen. Kann man das oben machen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht können wir damit ja irgendwie zwei Weinflaschen rauskriegen oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir machen auch nochmal eben ganz kurz, bevor ich ins Bettchen gehe... Den letzten Fisch. Ich glaube, wir hatten... Ah, ne, zwei. Zwei hatten wir noch geholt. Okay. Dann können wir das nämlich auch direkt mit verkaufen, wenn wir können. Ja, ich sag jetzt mal gute Nacht. So 2:10 am Nachmittag. Aber ich meine, es ist Sonntag. Na, andere stehen um die Uhrzeit auf. Wir gehen halt dann ins Bett. Gute Nacht und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Ciao. Time for bed. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.